Moin, mein Name ist Nico Backspin und ihr seid bei Backspin 25, dem Podcast zu 25 Jahren Backspin. Bei mir ist Curse. Einen wunderschönen Tag, mein Lieber. Wir sitzen in Berlin mitten auf einer Kreuzung. In welchem Stadtteil überhaupt? Prenzlauer Berg ist das hier. Ah, Prenzlauer Berg, okay. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ein bisschen Lärm links und rechts vielleicht mal stattfindet. Aber es ist ein, ja, Prost. Ja, genau. Und uns ein paar Leute besuchen während unseres Podcasts. Aber es ist meine Reise zu den Covergeschichten von 25 Jahre Backspin. Und du warst zweimal auf dem Cover. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Bei dem ersten Cover ganz deutlich und ganz klar, also auch an das Interview und an die Session und so weiter. Und bei dem zweiten weiß ich tatsächlich nicht mehr. Wir haben es gerade nochmal kurz angeguckt. Das erste war 2003 zu Innere Sicherheit. Das zweite 2005 zu Sinnflut. Bei dem Sinnflut-Cover bin ich mir nicht mehr so genau sicher. Aber ich weiß, also ich kann mich noch an das Cover erinnern und so. Und das war, glaube ich, auch so ein Club-Ding. Club-Cover, ne? Genau. Ja, genau. Den Curse mal groß aufs Club-Cover hauen, damit dann auch die Doppelseite dahinter funktioniert, glaube ich. Aber das gucken wir uns gleich vielleicht nochmal ein kleines bisschen an. Als erstes ist für mich immer ganz interessant und ganz wichtig, in diesem Zusammenhang so ein bisschen diese Zeitreise auch inhaltlich zu machen. Kannst du dich noch, fangen wir mit dem ersten an, Innere Sicherheit 2003. Wo war Curse da gerade so in seiner Karriere? Das war ein sehr interessanter Punkt, weil ich hatte ja vorher Feuerwasser und von innen nach außen gemacht. So. Das waren ja zwei, würde man jetzt mal sagen, relativ straighte Rap-Alben. So Feuerwasser natürlich noch extrem roh, Innere Sicherheit dann ein bisschen ausgefuchster und auch schon so etwas andere, so ein bisschen mehr so Soul-Elemente drin. So, ne? Und Innere Sicherheit war ja eigentlich ein Album, auf dem ich dann, nachdem die ersten beiden Alben halt recht, also in Relation gesehen irgendwie recht erfolgreich waren, an dem ich dann auf einmal die Möglichkeiten hatte, mich ein bisschen auszutoben. Ja. Also mit anderen Künstlern aus anderen Musikstilen zu kooperieren oder andere Style-Sachen auch selber auszuprobieren und so weiter. Und das heißt, auf dem Album sind eigentlich neben ziemlich straighten Songs auch viele Experimente. So, zum Beispiel die weniger bekannten Experimente waren zum Beispiel die Produktion, die ich mit diesem Producer-Team aus Kroatien gemacht habe. Ja. Weil die Beats waren ziemlich elektronisch, die waren eigentlich gar nicht so soulig, samplig wie die Beats auf meinen ersten beiden Alben. Dann gab es dann zum Beispiel auch noch das eine Experiment, wo wir so einen Hip-Hop-Beat von Saschlik so richtig mit E-Gitarren voll geballert haben, so, und 4Lin-Feature drauf hatten, eine Rockband, die damals unterwegs war. Und dann gab es aber natürlich auch die bekannteren Experimente, zum Beispiel Und was ist jetzt? Ja. Wo ich im Studio war und gesagt habe, so, ey, es muss doch möglich sein, dass Rap einfach nur mit Piano, nur mit einem Instrument funktioniert und dass sich die ganze Emotion über die Intensität der Performance transportiert. Bis dahin war Rap ganz oft ziemlich linear. Also du hattest entweder einen Hypen-Style oder du hattest irgendwie einen Smoothen-Style. Und bei mir war es halt so, dass ich gedacht habe, ey, so okay, wenn der Song sich steigern soll nachher, dann kann man ja die Rap-Performance irgendwie steigern und am Anfang leise sprechen, am Ende schreien und das Klavier kann es begleiten und so weiter. Und wir haben halt einfach zu der Zeit, es war so ein Moment, in dem ich halt viel, viel rumprobiert habe und ausprobiert habe. Und da fing es auch bei mir an, dass ich mit kompletter Bandbesetzung auf die Bühne gegangen bin. Bei meinem ersten Album war es DJ, bei meinem zweiten Album war es DJ und Drummer. Und bei Innere Sicherheit war es dann also Keys und Gitarre und Bass und DJ und Drums und Gesang und so weiter und so fort. Weißt du, du bist ja, was das angeht, auch in der Zeit schon derjenige gewesen, der bewusst versucht hat, Grenzen zu überschreiten, die andere damals noch nicht überschreiten wollten, hatte ich das ein bisschen das Gefühl. Mit allem Drum und Dran, auch was die Emotionen angeht, vielleicht sogar die verletzliche Seite von einem Künstler zu zeigen. So, kannst du dich daran erinnern, wie schwer es war, damit seinen Stand in der damaligen Industrie und vielleicht in der gesamten Szene zu halten, ja, wenn klar, du weißt, was heute daraus entstanden ist? Eigentlich absurd. Na klar. Aber so, es war ja damals auch so 2003, ne? Das war ja auch gerade so wirklich so die krasse Anfangszeit von Agro und so, ne? Wo die Leute halt eigentlich eher Bock auf diese Art von Mucke hatten. Ja. Und dann kommt halt irgendwie so ein Curse daher und sagt halt irgendwie so, okay, wir kommen jetzt mit Band und wir machen jetzt hier. Aber es war vor auch allen damals, und was ist jetzt? Und, genau. Und, aber es war ja auch damals schon so, für einige Leute hat es halt komplett vor den Kopf gestoßen. Und für die war das so, boah, was denn das? Und für andere Leute war das halt so, Alter, boah, was denn das? So, also auch Und was ist jetzt? Das war ja tatsächlich, also so blöd wie es klingt, aber als das Ding rausgekommen ist, war es erstmal
irgendwie eine, es war ja eine, also in meinem Verhältnis eine erfolgreiche Single. Mhm. Das Ding ist ja gechartet, Top 20 und all so ein Scheiß. dafür, dass es so unglaublich unkonventionell war. So. Und das Interessante war auch, dass es damals auch gab es keinen so wirklichen, auch gab keinen wirklichen Rahmen dafür, weil es war so, für die Underground-Rap-Sendungen auch, die es gab, irgendwie im Radio oder im Fernsehen, war das dann irgendwie nicht Underground genug. Und für irgendwelche kommerziellen Sachen, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Die Getränke kommen. Yes, danke. Für irgendwelche kommerziellen Chart- und Pop-Formate war es nicht kommerziell genug und dann steckt man irgendwo in der Mitte und das ist... Ich habe das Gefühl, du bist genau so, es ist schon fast vorreitende Funktion gewesen für bestimmte Genre-Mixes, die man angehen sollte, was damals verpönt war, was man nicht macht, was Jahre später gang und gäbe war, womit andere auch noch erfolgreicher, noch größer geworden sind. Und wenn wir uns das Cover angucken und die Geschichte dahinter, dann sitzt da auch ein Typ, der damals auch schon nicht ganz typisch für die Deutschrap-Szene gewesen ist. Eigentlich, ja, ne? Voll. Es ging am Ende um eine Teezeremonie, wie ich mir noch habe erzählen lassen. Ich war nicht dabei, aber Dennis Kraus hatte die Geschichte gemacht. Ja, ja. Der Paul Ripke, der Weltmeisterfotograf, dieser sehr erfolgreiche Fotograf heute, hat da seine ersten Jobs mitgemacht. Genau, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Ja. Ja, und vor allem das Ding ist auch, was an diesem Cover auch besonders ist, ist, das ist tatsächlich mehr oder weniger eigentlich das einzige Mal ever, dass ich was bei mir zu Hause gemacht habe. Ach krass, ja, okay. Ich bin eigentlich ein total privater Mensch und ich bin eigentlich überhaupt, also ich habe immer alle Home-Stories und alles immer abgelehnt. Weil ich immer gesagt habe, ey, wenn wir zu Hause kommen, halt Freunde vorbei und wenn ich irgendwie Interviews mache oder sowas oder wenn ich professionell irgendwie so, ne, das können wir im Studio machen, das können wir im whatever. So, und das war wirklich das allererste Mal und glaube ich auch bis heute mehr, so fast das einzige Mal, dass irgendwie sowas bei mir zu Hause stattgefunden hat. Ich fühle mich geehrt. Und wenn man die Geschichte liest und vor allen Dingen auch, wenn ich mir die Geschichten dann auch von den Protagonisten erzählen lasse, dann war es auch ein sehr intensiver Tag. Ihr habt Stunden, ich glaube fast 8 Stunden miteinander verbracht, ja, was ja auch nicht ganz üblich ist für so ein Interview der Art. Was sind so deine Erinnerungen daran? Ich kann mich erinnern, dass es, ja, das auch genauso war, das war halt so sehr familiär, sehr, sehr herzlich, sehr, sehr cool. Und wir haben halt einfach auch irgendwie gechillt und haben halt einen Tag miteinander verbracht. Und das ist natürlich sehr angenehm. Ich kann mich... Ich glaube... Hallo, können wir was für dich tun? Ja, gehört zu mir. Ach so, alles klar. Moin. Ich dachte gerade, okay, ist hier jemand sehr interessiert. So. Ja. Gehört zum Team. Mike, hi, freut mich. Hi. Gehört zum Team. Alright. Nee, alles gut, alles gut. Also es war wirklich so, dass wir einen guten Tag verbracht haben. Und vor allem, ich meine, das, was man jetzt so Teezeremonie schimpft, war, wenn man es mal ganz ehrlich runterbricht, einfach, dass wir zusammen Tee getrunken haben. Also, und das Zeremonielle daran war, da, also, oder was man so vielleicht nennt, ist, dass wenn du japanischen Tee machst, dann machst du halt nicht einfach Wasser heiß und kippst das da drüber, sondern du musst das Wasser abkühlen lassen und so weiter, und weil du sonst den Tee kaputt machst und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so wie so Leute, die sich so voll mit Wein beschäftigen und dann den einen Rotwein nur bei der Temperatur trinken und den anderen Weißwein nur da. Und ich war halt so ganz hart auf Tee unterwegs, genau, so, ne, damit, und wollte mir halt meinen guten Tee nicht kaputt machen mit heißem Wasser. Deswegen habe ich gesagt, okay Leute, wir nehmen nicht Leitungswasser, sondern wir nehmen Evian oder keine Ahnung, Volvic, weiß ich nicht. Und dann halt, okay, das Wasser muss abkühlen und da, da, da. Und das war natürlich für die Boys halt so, so, what? Genau das. Der Typ jetzt hier so. Aber ich glaube, es hat einen geschmeckt. So, ja, ich glaube auch, wollte ich gerade sagen, am Ende ist ja die Geschichte, die lustige daran, wie du es beschreibst, am Ende ist es etwas ganz Normales, vor allen Dingen, wenn wir uns an der heutigen Zeit bewegen, wie wo auf Essen und die Zubereitung und alles geachtet wird über die Jahre. Du damals aber in einem Hip-Hop-Magazin halt eine Geschichte daraus entstanden ist, wie man Volvic-Wasser kaufen geht, damit der Tee besser schmeckt. Ey, es gibt heute so diese, habe ich neulich gehört, so dieser so eine neue Generation so von so, ich glaube auch Mauli und so gehören, glaube ich, auch dazu, ich bin mir nicht ganz sicher. So Typen aus Berlin, die halt so, die trinken keinen Alkohol, die bestehen da drauf, Wasser nur aus Glasflaschen zu trinken und da all so ein Zeug, und das ist so voll der hype Scheiß, und ich halt so, Alter, vor 15 Jahren haben sie mich alle ausgelacht und heute ist es so voll das Hipster-Ding geworden. So. Wie ist innere Sicherheit? Genauso wie Matcha. Ja, heute genau. Überall kommst du überall hin, Matcha-Latte, dies, das und so weiter, und da haben wir halt Matcha getrunken auch unter anderem so, weißt du? Das ist krass, okay. Aber wie ist so diese Zeit für dich in Erinnerung geblieben, rund um dieses Heft, rund um diese Ausgabe, rund um dieses Cover? Was hat das für dich bedeutet?
Also für mich, das Cover hat für mich auf jeden Fall eine ganze Menge bedeutet. Weil guck mal, ich habe die Juice und die Backspin gelesen, bevor ich irgendwie meine ersten Sachen rausgebracht habe. Ja. Das heißt, ne, das war für mich also in so einem Magazin zu stehen, das war für mich immer was mega Besonderes. So, ne? Da irgendwie eine Review zu haben oder einen Artikel zu haben und so, das war für mich echt einfach was Schönes und was Besonderes. Und dann, dass jemand sagt so, komm ey, wir machen eine Cover-Story, das war für mich einfach was total Besonderes. Was vielleicht auch der Grund, einer der Gründe, warum ich gesagt habe, klar, machen wir bei mir zu Hause, okay, let's do it. Genau. Das ist ja was Besonderes. Da noch in Minden, ne? Genau, genau. Und vom Karrierestandort eher und das Album und diese Zeit. Ich meine, es ist ja dann, wie wir schon beschrieben haben, das Album, was so ein bisschen schwieriger war als andere. Von der Wahrnehmung. Aber trotzdem sind da ja, also Nummern drauf, ich habe es mir im Vorfeld einfach nochmal durchgehört, die ja bis heute also ja, gespielt Widerstand. Werden. Ja, genau. Na klar, Widerstand und was ist jetzt und so halt, klar, natürlich, sind da sind die Dinger drauf. Mhm. Ich glaube, das war halt, also wie gesagt, künstlerisch ist es halt so, dadurch, dass ich halt da irgendwie viel probiert habe und bestimmt auch irgendwie das ein oder andere auch gut verkackt habe, so, das Experiment nicht funktioniert hat. Aber dadurch hatten wir den, dadurch sind dann halt auch solche Sachen wie und was ist jetzt und Widerstand entstanden. So, die sind, die, aber sowas entsteht halt nur, wenn man es ausprobiert. Mhm. So, weißt du? Ich kann mich erinnern, dass es eine krasse Umschwungszeit für mich war, weil es wirklich so war, ich hatte so das Gefühl, irgendwie auch mit dem Album davor, mit Von Innen nach Außen, so ein bisschen für mich so das ultimative, also ich hatte echt das Gefühl so, okay, ich habe da irgendwie so was Bestimmtes gemacht, was für mich in sich total stimmig und schlüssig war. Ja, ja. So. Und was für mich auch irgendwie ein krasses Statement war, dafür, wo ich mich da befunden habe und so weiter. Und dann aber zwischen Von Innen nach Außen und innere Sicherheit hat sich halt in meinem Leben viel verändert. So. Und in meinem Mindstate Sachen verändert. Und ich hatte halt andere Wünsche auch an meine Musik. Ne? Das war halt so dieses, okay, ich will's ausprobieren. Klappt das mit Band? Klappt das mit bla und so weiter und so fort? Das war auch die Zeit, wo ich zum Beispiel mit, da hatte ich ein Feature auf dem Savior-Album und da waren wir, das ist auch eine Single geworden bei ihm und da waren wir auch zusammen unterwegs und ich war dann auch bei mehreren Tour-Shows bei ihm mit und so und hab dann halt auch so diesen komplett anderen Film mitgekriegt, so, weil wie ist das, wenn so eine Produktion, wenn da irgendwie 100 Leute und krass Licht und all so ein Scheiß und was die alles für einen Aufwand betreiben. Und da habe ich mir natürlich auch gedacht, so, okay, gut, ich werde jetzt wahrscheinlich morgen nicht in der Stadthalle spielen, ja. Aber was kann ich mir auch irgendwie da vielleicht davon abgucken an Professionalität oder an Experimentierfreudigkeit und so. Und zum Beispiel einige der Leute von Savior spielen auch auf dem Album von Innere Sicherheit. So. Okay, krass. Also, ja. Die Querflöte ist von dem Typen, der das Studio gemacht hat mit Savior. Die Gitarren sind von Alex Auer, dem Gitarristen und so weiter. Da sind bei mir einfach irgendwie nochmal ganz andere Türen aufgegangen, die ich dann irgendwie machen wollte. Aber allgemein war schon klar, dass zu der Zeit sich Rap eigentlich in eine ganz andere Richtung bewegt hat. So, oder angefangen hat sich in eine andere Richtung. Genau. So, 2004, 2005 war noch viel krasser. Aber ich glaube, 2003 war auch so ein bisschen so diese Dipset-Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, geht's auch los, so. Es kommt auch noch die Jahre danach, wird's noch ein bisschen größer. ASD hat, glaube ich, auch am gleichen Tag released damals, ne? Wie du? Genau. Absolut, was ja auch wieder ein ganz, ganz anderes Album war als Innere Sicherheit. Ja, genau. Und damit hat aber, finde ich, das, was du da gemacht hast, und ich finde, du beschreibst das schon ganz gut, also wenn ich das heute rückwärts ein bisschen betrachte, schon so ein bisschen Pioniercharakter gehabt. Einfach bereit zu sein, auch Grenzen zu erweitern und inhaltlich sich versuchen, also künstlerisch Rap anders zu denken. Das, was heute gang und gäbe ist, was Jahre danach eine Selbstverständlichkeit für viele Künstler gewesen war, Genres zu sprengen. Was sich aber selbst für mich als Zeitzeugen damals bei dir schon angefühlt hat, wie ja, okay, krass, das ist jetzt echt poppig oder das ist jetzt echt weit weg von einem MC und einem Mike, so, weißt du, und einem DJ. So, ich glaube, und das ist etwas, womit die Leute wahrscheinlich damals immer zu kämpfen gehabt haben. Ja, kann ich gut glauben. Trotzdem hast du ja offensichtlich einen so großen Status gehabt. Ich bin hier nebenbei noch ein bisschen durchs Heft gegangen. Ja, voll. Und habe eine Jay-Z-Story gefunden, die in dem Heft mit dabei war. Was ja auch total lustig ist eigentlich, dass es mal ein Jay-Z-Interview gegeben hat. Das wird es heute nicht mehr geben, glaube ich. Ich warte immer noch auf meine Chance, Jay-Z zu interviewen. Das ist so mein Last Live Goal. Ah. Aber ich denke, das wird nichts mehr. So, da muss ich schon wie heißt der denn nochmal sein Streaming-Dienst? Tidal. Tidal. Da muss ich wahrscheinlich ein Tidal-Exclusive-Format machen, um dann ein Interview zu kriegen. Aber es ist 2 Jahre später, bist du schon wieder auf dem Cover. Das heißt, du bist ja offenkundig, rückblickend auf jeden Fall Man
to be gewesen in der Zeit, dass es in kürzester Zeit zweimal ein Cover geben muss. Mhm. Kannst du dich an die Zeit dazwischen erinnern und dann auch an die Geschichte zu diesem Cover? Ich kann mich tatsächlich an die Geschichte zu dem Cover, du müsstest mich daran erinnern. Ich kann mich nicht genau erinnern daran. Ja, und die Geschichte dazwischen war halt. Fangen wir damit erstmal an. Gehen wir mal ein bisschen die Zeit dazwischen durch. Wenn man jetzt einfach mal so musikalisch sieht, lagen dazwischen 2,5 Jahre. Genau. Innere Sicherheit kam Anfang 2003 und Sintflut kam Ende 2005. Ich glaube sogar im Dezember, irgendwie so 17. Dezember, wie gesagt, so komplett bescheuert ist. Oder Ende November oder keine Ahnung. Und ja, das war tatsächlich die Zeit, in der sich im deutschen Rap eigentlich alles gedreht hat zu. Also Agro hat einfach regiert. Mhm. So, ne? Und alle wollten halt dann auch so sein. Also alle Newcomer, die kamen, alles war halt so. Ne? Zu der Zeit zwischen 2003 und 2005. Und ja, das war natürlich für mich irgendwie auch, wie gesagt, ich sag das so oft, so, damals gab es keinen Casper, es gab keinen Materia, genau. Es gab kein KIZ. Das muss man immer erwähnen. Es gab all diese Sachen, gab es nicht. Es war non-existent. Es gab halt auf der einen Seite Curse. So, ich war wirklich allein auf weiter Flur mit dem, was ich gemacht habe. So. Und auch ganz viele von den Leuten, so zum Beispiel Azad, hat ja auch seinen Style maßgeblich geändert zu der Zeit. Ne? Ja. Sam, glaube ich, auch. Ich dann ja auch und so weiter, weil es halt wirklich so war, es war eine sehr, sehr, sehr schwierige und sehr komische Zeit, auch für uns. So zu gucken, so, Alter, was, wie macht man zu dieser Zeit? Und dann kann man ja rückblickend immer sagen, ja, Dicker, hättest du einfach dein Ding machen können, hättest du einfach bla bla bla, aber haben wir ja teilweise auch gemacht und wir haben aber dafür ja auch so viel, auf uns ist so hart geschossen worden von allen Seiten, so, ne? Das macht ja auch was mit jemandem, wenn man, Alter, ich war damals 23 so, ne? Ich war ja jetzt nicht irgendwie ein 50-jähriger Mann, der da irgendwie sitzt und sagt, ja, komm, lass mich doch alle mal leck mich am Arsch, sondern ich war halt 23, 24, ich war auch auf Hip-Hop-Partys und in Discos und war unterwegs und war auf Shows und so weiter und so fort. Das ist schon krass, wenn man wirklich so zu der Zeit so mit so viel Gegenwind konfrontiert wird. Ne? Und es gab ja auch in Deutschland nicht so Leute wie in den USA, Common, Reflection Eternal, diese ganze Zeit, dieses Conscious Ding, das war damals in Deutschland überhaupt nicht präsent. Nee. So. Und da jetzt auch irgendwie zum Beispiel Sam, Azad, ich und verschiedene Leute auch ganz anders damit umgegangen sind, war es auch nicht so, dass wir irgendwie zusammengesessen haben und uns irgendwie gegenseitig dazu interviewt haben, sondern es war ja schon auch fast noch ein bisschen Konkurrenzsituation. Na klar, absolut. Im eigenen Kreis. Total. Und gleichzeitig aber mit den neuen Markt- und Szenebegebenheiten umgehen. Total, total. Und es war ja auch so, dass man ja auch sagen muss, dass auch auf, also ihr habt mich aufs Cover genommen, ne? Ja. Aber ein Großteil der restlichen Medienlandschaft ist mit diesem, mit dieser Strömung, mit diesem Hype und so weiter auch komplett mitgegangen und hat da gesagt, das ist gut und das ist geil, wir schreiben die Sachen hoch, wir schreiben die anderen Sachen runter, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder nicht, weil, also whatever, keine Ahnung. Aber es ist schon so, dass das eine richtige, also dass der Wind in die komplett andere Richtung geweht hat zu der Zeit. Ne? Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen gegen den Trend. Das Heft ist Ausgabe 71, ist es Winter 2005 erschienen. Ja. Jan Simon hat das Interview gemacht und Mark Philipp die Fotos. Und die These war Comeback des alten Curse. Genau. Das heißt, es ging schon so ein bisschen darum, dass der Mainstream-Ausflug, den du in Anführungsstrichen dazwischen gemacht hast, ja offensichtlich von der Kommunikation her so nach außen getragen wurde, okay, jetzt ist er wieder da, der echte Curse, den ihr alle gewollt habt. So. Das heißt, es muss ja in dir auch eine künstlerische Zerrissenheit gegeben haben. Das war nicht so sehr eine künstlerische Zerrissenheit, sondern es war so ein bisschen so, ich glaube, Sintflut war so das reaktivste oder trotzigste Album, was ich so gemacht habe. Also da sind natürlich jetzt nicht nur irgendwie trotzige Songs drauf, aber das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten irgendwie damit gehadert habe, was so gerade um mich rum passiert. Mhm. Alle anderen Sachen waren eigentlich davor und danach waren eigentlich immer ziemlich losgelöst davon. So, das war so, ah, fuck it. Aber das war schon ziemlich beeinflusst von dem, was um mich rum passiert. Und das Geile ist, dass so dieses der kommerzielle Curse
Ich meine, von wie viel kommerziell sprechen wir denn da? Also ich meine, ja, die erfolgreichste Single war irgendwie auf 23 und ja. Ich hatte null Airplay und null Videoplay und ich habe jetzt auch nicht auf der Hauptbühne von Rock am Ring zur großen Zeit gespielt, sondern ich habe genau die gleichen Venues gespielt wie vorher und so weiter und so fort. Das heißt so irgendwie jetzt da... Es ist absurd, oder? Also das war ja... Wir sprechen da tatsächlich eher nur von einem gefühlten Style. Ja. So, weil, ne? Und nicht von einem tatsächlichen kommerziellen Durchbruch oder sowas in der Richtung. So. Ja. Aber es war halt schon ein Kampf der Kulturen, den du ja wirklich aufgebrochen hast und wo man ja, bleibe ich nach wie vor dabei, heute in vielerlei Hinsicht, wenn man die Deutschrap-Geschichte dahingehend zurückverfolgt, immer irgendeine Wurzel und irgendeine Spur davon findet, womit du irgendwann in dieser Zeit angefangen hast. Weil, guck mal, das Interview, das du hier 2005 gegeben hast, hat unter anderem auch so Passagen, wo es so mit Sätzen darum geht, dass du manchmal ans Aufhören gedacht hast, weil du dich missverstanden gefühlt hast, zum Beispiel. Mhm. Plus, dass du ja als der Künstler wahrgenommen wurdest, der sehr viel von seinen Emotionen getragen hat. Mhm. Plus die Situation, die du beschreibst, dass da schon einfach ein ganz schöner Druck entsteht, wenn man Teil der Szene ist, Erfolg hat und dann da eine neue Bewegung kommt und man sich selber orientieren muss. Mhm. Wie würdest du heute rückwirkend den Curse von damals beschreiben auf dem zweiten Cover? Denn er sieht ja schon auch ein bisschen ernster und ein bisschen kämpferischer aus als vielleicht auf dem ersten. Ja, das war tatsächlich auf vielen Ebenen für mich irgendwie einfach keine so leichte Phase. So. Wie gesagt, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Vorbilder, Orientierungspunkte oder Mentoren oder sowas in der Richtung hatte, sondern es war halt einfach so, okay, das, was passiert, passiert und ich muss irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen und so weiter. Und das war so eine Mischung aus Rückzug und Isolation, aber auch gleichzeitig irgendwie Angriff und nach vorne und ich habe zu der Zeit einfach irgendwie, weiß ich nicht, das klingt jetzt auch alles so, ich habe jetzt natürlich nicht den ganzen Tag zu Hause gesessen und mit mir Filme gefahren. So. Nein, überhaupt nicht. Im Kino und schwimmen und auf dem Geburtstag oder so. Aber allgemein war es doch schon irgendwie eine krasse Umbruchszeit, wo ich nicht so sicher war wie innere Sicherheit, sondern hatte Motto so, ich bin mir sicher, ich mache das jetzt. Sondern wo ich halt wirklich irgendwie viel hin und her gerissen war und viel geguckt habe und so. Und heute ist es auch noch so, immer wenn ich an das Album Sinnflut denke, dann denke ich immer so, boah, ich glaube, ich kann mir das gar nicht anhören, weil ich mich immer so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt fühle. Wenn ich es dann höre, denke ich mir, ja, es war ein straightes Album so. Es ist eigentlich, also es ist gar nicht so schlimm, wie ich denke. Aber, die Erinnerung ist so krass an diese Zeit, dass ich da immer denke, so, hei, so. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem eigenen künstlerischen Anspruch plus dem Wandel der Zeit zusammen, wie man das musikalisch wahrnimmt. Ich habe mich auch dabei ertappt, als ich es dann auf der Hinfahrt hier habe ich es mir nochmal ein bisschen durchgeskippt und nochmal reingehört, weil am Ende kenne ich ja alle Songs aus der Zeit. Und habe dann schon gemerkt, okay, da sind einfach so richtig gute Sachen dabei. Ich glaube, hier ist diese Herbstwind-Trilogie mit drauf, die einfach lyrisch vom Aufbau, von der Struktur her damals seinesgleichen gesucht hat, so was von der Emotionalität getragen wird. Das Herbstwind drauf zum Beispiel, da ist aber auch, ich so links, rechts mit Reno drauf, was ich auch bis heute krass feiere. Oder zum Beispiel ja natürlich auch Broken Language mit Sammy. Also da sind natürlich auch Dinger drauf, so weißt du, ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie das komplette Identitätskrisenalbum. Schlägt das ja aber auch wieder eine Brücke in die Neuzeit, weil du dann ja irgendwann, ich glaube, das war das letzte Mal, dass du mit Sammy was gemacht hast und dann machst du 13 Jahre später, treffen wir uns in Mannheim zu einem Videodreh und dann holst du noch Savas dazu und dann ist Königstreffen der Legenden aus der Zeit. So. Ja. Das heißt, ich glaube, da bleibe ich immer dabei, dass viel aus der Zeit natürlich zu dem beiträgt, wo man heute steht. 100%, natürlich. Guck mal, du hast übrigens auch ein Heft gehabt, wo Agro-Ansage 5 im Heft war, aber Curse war auf dem Cover. Das heißt, Backspin war auch der Meinung, Backspin hat es möglich gemacht. Backspin macht es möglich. Ja, genau. Guck mal, Flair auch mit drin und so, aber Curse ist auf dem Cover. Wie denkst du dann so, aber wenn du dann jetzt nochmal in diese beiden Covergeschichten zurückdenkst, insgesamt an diese Zeit, weil das ist ja schon auch die prägende Curse-Zeit. Da sind sehr viele Alben entstanden, da ist im Prinzip, würde ich auch sagen, das Hauptmindset von dem entstanden, wofür man Curse wahrgenommen hat über viele, viele Jahre, wahrscheinlich bis heute noch. Also meine Generation
Und ich habe auch in der Redaktion jemanden sitzen, der ist bis heute, du kennst ihn auch, ist bis heute ein großer Fan von dir und deiner Musik, auch aus den alten Tagen, weil es ihn seitdem begleitet und wahrscheinlich auch immer sein Soundtrack für sein Leben war. Was bedeutet dir das? Rückblickend ist man natürlich dann immer irgendwie schlauer und kann das alles irgendwie einordnen. So, ne? Zu der damaligen Zeit mittendrin habe ich so eine größere Perspektive darauf gar nicht gehabt oder habe ich natürlich auch irgendwie jetzt nicht so sehr darüber nachgedacht, was könnte mal die Legacy davon sein und könnte man mal in 10 Jahren und wer wird davon irgendwie beeinflusst und wie nicht und so weiter. Ich habe mir wirklich, wirklich keine Gedanken darüber gemacht, gar keine Zeit dafür und gar nicht den Weitblick gehabt, mir solche Gedanken zu machen. Ich glaube auch, wahrscheinlich ist es auch, wenn man das im Jetzt macht, sich solche Gedanken, ich glaube, dann geht es irgendwie auch in die Hose so. Weil wie will man denn mit so einem Gedanken irgendwie dann noch entkrampft Mucke machen, wenn man sich denkt, okay, könnte das irgendeine Legacy haben oder könnte das irgendwie, was bedeutet das in 10 Jahren oder so? Eieiei. Und heute, ich habe ganz viele von diesen Momenten und ganz viele von dieser Zeit noch total vor Augen und ich weiß ja auch noch, was ich damals gedacht habe und wie ich mich gefühlt habe. Heute, also bin ich auch irgendwie ein bisschen froh, dass das vorbei ist, weil es halt wirklich auch eine Phase war, wo es sehr oft gar nicht so harmonisch in meinem Leben zuging, im Innen und im Außen. So viel Struggle war oder viel irgendwie hin und her und bla und das erzeugt natürlich auch Reibung, dadurch entsteht natürlich auch Kunst, aber wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass ich jetzt auf jeden Fall entspannter bin und ja, aber trotzdem war es natürlich, also es war krass, es war eine krasse Zeit. Und eine Sache, die mir immer wieder bewusst wird, ist, ja. Und das meine ich wirklich ehrlich, ne? Ich wünsche mir manchmal, ich hätte die Zeit durchleben können, ohne cursed zu sein. Sowohl menschlich, ja, als auch musikalisch, weil ich glaube nämlich, dass ich viele der Sachen, die zu der Zeit rausgekommen sind, gerne auch schwer gefeiert hätte. Konnte ich aber nicht, weil ich auf jeder zweiten Platte angepisst wurde. Ja, krass. Das heißt, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt. Ich habe einmal schon gesagt, dass als ich zum ersten Mal irgendwie so ein, zwei Sachen da gehört habe und eigentlich voll so gedacht habe, boah, weil ich komme ja aus der Mobb Deep Zeit so, ne, und gedacht habe so, ey, geil, ich habe ja damals zum Beispiel auch davor es gefeiert und so, weil ich gesagt habe, okay, die sind einfach asozial und da, das ist gut, das ist eine Energy, die deutscher Rap auch braucht, so, die ich so nicht reinbringen kann und das braucht auch Leute, die das reinbringen, das ist total wichtig und als dann die Boys gekommen sind und die Sachen gemacht haben, habe ich erstmal gedacht so, okay, geil und dann kommt der dritte Song und da ist dann Curse, du Wichser, Curse dies, Curse Scheiße und ich dann so, mein erstes Gefühl war, ich war richtig enttäuscht, aber ich war nicht enttäuscht, weil ich gedisst wurde, sondern ich war enttäuscht, weil ich gedacht habe, so krass, schade, dass ihr mir das so vermiesen müsst, eure Mucke zu feiern. So. Ich würde gerne das Zeug hart feiern und ich feiere auch viele von den Sachen so. Aber das war total schwierig, weil wenn ich einfach nur als Privatmensch da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ganz viele von den Sachen ganz anders gefeiert, aber das war auch echt strange manchmal. Das war auch echt strange. So. Und es ist auch echt strange, wenn du bei jedem neuen Release von irgendwem erstmal darauf achtest, ob du irgendwo gedisst wirst. Und wenn du dir schon gar nicht mehr die Musik deiner Kollegen anhören kannst, ohne irgendwelche Vorurteile, sondern einfach so, ey, neue Platte von bla, so, geil, hab ich Bock drauf, zieh ich mir rein. Sondern wenn du schon auf den Punkt kommst zu sagen, ich will mir eigentlich das Zeug gar nicht mehr anhören, weil ich kann mir das nicht freiwillig geben irgendwie, dass irgendwelche Leute so, ist echt strange. Und deswegen denke ich mir manchmal so, ich würde diese Zeit gerne nochmal durchleben, aber ohne Curse zu sein. So. Wahrscheinlich wäre es entspannter oder so. Oder anders, ich hätte vielleicht andere Eindrücke bekommen. Ist krass, so. Ja. Ich kann das aber, glaube ich, ziemlich deutlich nachempfinden, weil du schon ziemlich viel Zielscheibe warst, aber eben, ich würde rückblickend sagen, genau aus den Gründen, weil du deine Musik gemacht hast, wie du sie gemacht hast, und das wiederum schon bestimmt in vielen Punkten Türöffner, Wegbereiter oder Inspiration für das gewesen ist, was dann danach entstanden ist. So, und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu Hip-Hop dazu. Ich meine, wenn du mal auf heute guckst,
Das ist immer zum Abschluss vielleicht der ganz schöne Blick. Ah, wo du selber stehst, das wäre jetzt eigentlich die Frage, wo siehst du dich heute? Und Nummer 5 ist so wichtig wie nichts in diesem Business, da die scheiße Kampfschwelle ist, darauf gefasst ist, du gedisst wirst. Ja. In meinen 10 Rap-Gesetzen ist dieser Spruch drin. Und deswegen, ne, deswegen, ja. You have to take your own medicine. Ja, das stimmt auch wirklich. Aber ich kann auch verstehen, dass es gerade, wie du beschrieben hast, den jungen Curse schon abgefuckt hat. Ja. Der alte Curse da ein kleines bisschen anders über nachdenken kann. Bist du denn glücklich über das, was du heute siehst? Hey, ich bin großer Fan, immer noch, nach wie vor von Rap und von Hip-Hop. Und seit ich zurückdenken kann, sagen die Leute zu mir, ja, seit meinem 2. Album sagen die Leute, ja, wie findest du denn die jetzige Rap-Szene? Das ist ja alles ganz anders als damals. 2001 haben sich dann beschwert, dass es nicht mehr so ist wie 98. Genau, das gleiche Spiel. Weißt du, 2003 haben sich beschwert, dass es nicht mehr so ist wie 2000 und so weiter und so fort. Und ich war noch nie einer von denen, der dieses Spiel mitgespielt hat, so. Sondern ich habe immer gesagt, ey, Rap ist eine lebendige Kultur. Das ist kein Haus mit 4 Wänden, das ist ein lebender Organismus. Es wird sich immer erweitern und wieder zusammenziehen und so weiter. Und heute bin ich total happy, weil, ey, die Bandbreite ist so riesig, dass du kannst dir ja alles rauspicken, was du willst. Wenn du willst, dann hörst du halt 24 Stunden irgendwie Fatoni und Dexter und keine Ahnung was für Sachen. Und wenn du willst, hörst du halt 24 Stunden irgendwie Nemo oder whatever. Du kannst dir ja rauspicken, worauf du Bock hast und das dann abfeiern. Und es gibt ja diesen einen Rap auch, das ist schon längst nicht mehr, sondern es gibt halt ganz viele verschiedene Formen von Rap, ganz viele verschiedene Sparten. Und du kannst ja alles finden, worauf du Bock hast. Und die Sachen, die dir nicht gefallen, die kannst du ja einfach skippen oder whatever. Ist doch mega geil. Du musst auch nicht mehr 3 Monate warten, bis eine gute Platte rauskommt. All das. Obwohl, vielleicht schon. Aber du musst nicht mehr 3 Monate warten, bis eine Platte rauskommt, die vielleicht gut sein könnte. Es gibt auch kein richtiges oder kein nicht mehr so dieses richtig oder falsch, wie es das früher gegeben hat. Ja. Obwohl ich natürlich auch am Anfang so ein harter richtig und falsch Fuzzi gewesen bin. Ja. So, ne? Also auf gewisse Weise bin ich das auch immer noch. Aber jetzt ist das entspannter, weil jetzt denke ich mir so, falsch ist für mich halt, also ich meine, wenn einer nicht rappen kann, kann er nicht rappen. Aber er kann mich trotzdem entertainen. Ja. So, genau. Er kann mir trotzdem irgendwie mit Autotune irgendeine geile Melodie ins Ohr knallen. Das kann ich auch feiern. So, und für mich ist nicht mehr so dieses, für mich ist das jetzt zwar schon differenziert, ob einer jetzt irgendwie krass flowen kann oder nicht, aber ich kann auch entertained werden von Musik, die einen ganz anderen Anspruch hat. Und früher habe ich mich nicht so sehr entertainen lassen von Musik, die nicht meinem Anspruch genügt hat. Ja, genau. So. Das war aber auch gang und gäbe zu der Zeit. Gibt es heute einen zufriedeneren Curse, als er das früher war? Ja, klar, aber Alter, ich meine, guck mal, ich habe graue Haare im Bart, so, weißt du? Also ich meine, wenn man, ich weiß nicht, wie viel, ein großer Teil davon hängt bestimmt irgendwie auch damit zusammen, dass ich einfach älter geworden bin und so und ruhiger geworden bin, entspannter geworden bin. So, es ist vielleicht gar nicht so esoterisch. Ein anderer Teil ist aber dann vielleicht doch irgendwie esoterischer, weil ich halt jetzt mich mehr mit oder mir selbst irgendwie mehr erlaube, mich mit solchen Sachen halt auch zu beschäftigen, so mit meinen inneren Vorgängen. Habe ich früher nur über meine Musik verarbeitet und jetzt mache ich das auch anders, so, ja. Guck da wirklich drauf und ist ja klar über den Podcast und diese ganzen Sachen so. Und ich bin aber auch wirklich happy darüber, dass als ich 14 war, da habe ich gesagt, warum analysieren wir keine Rap-Texte im Unterricht? Warum hört nicht jeder Rap-Musik auf dem Schulhof? Warum ist Rap-Musik nicht irgendwie bei uns? Warum hört nicht jeder Rap? Weil Rap ist doch die Musik, die die Kultur am besten widerspiegelt und die Sprache der Jugend am besten widerspiegelt und so. Und ich so, ey, ich wollte immer in einer Welt leben, in der Rap auf jedem Schulhof gehört wird und in der das anerkannt ist und in der das selbstverständlich ist. Heute ist mein Sohn 14 und wir leben in dieser Welt. Das heißt, eigentlich ist doch mein Wunsch und mein Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Und eigentlich ist doch auch das, wofür die Stiebers und Sam und ich und die ganzen Leute, was wir immer gesagt haben, so, ey, wir wollen hier den Scheiß übernehmen. Das ist doch in Erfüllung gegangen. Das heißt, man könnte ja auch sich auf die Position stellen zu sagen, Pflicht haben wir erfüllt und alles, was wir jetzt machen, ist Kür. Und was für eine schöne Welt ist das. Das sind schöne Schlussworte. Was verbindest du mit Backspin und 25 Jahren von diesem Magazin? Ey, ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe die Backspin schon gelesen, bevor ich meine ersten Veröffentlichungen hatte. So.
Ich finde es total interessant, wie sich das Magazin auch entwickelt hat. Denn auch anhand von der Geschichte von so Magazinen kann man ja sehen, wie sich auch so eine Musikkultur verändert und was so. Ich fand es auch sehr interessant zu beobachten, wie man ja auch als Magazin oder als Journalisten irgendwie sich in dieser ganzen Sache orientiert und irgendwie auch Stellungen bezieht, dadurch, dass man Coverauswahl trifft oder dadurch, dass man Rezensionen in einem bestimmten Kontext stellt und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch gemeinsam 25 Jahre älter geworden sind, so, ne? Und dass es euch noch gibt und dass es euch auch in diesen neuen Formaten gibt und dass diese Relevanz immer noch da ist und so, ne? Es ist ja bei vielen anderen Magazinen nicht gegeben. Und it's really dope, man. Und dass wir jetzt hier sitzen und darüber quatschen und nicht nur nostalgisch, ja, sondern dass wir alle auch noch gemeinsam in diesem Boot sitzen, so. Und rudern und Wasser schlucken und all so ein Zeug. So. Das ist super. Hammer. Und ich zitiere da immer gerne frei Cora E. für solche Situationen. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Yes, sir. Das war doch Casper, hat doch Casper gesagt. Und das gilt wahrscheinlich genauso. Dieser Spruch ist genau da das perfekte Beispiel. Ja. So, für diese Entwicklung auch, ja, so, dass die Leute nachher gesagt haben, ich habe mir einen Spruch von Casper tätowieren lassen. Ja. Das wäre nicht so, wie es damals nicht gewesen, wie es war. Ist doch perfekt. Ja. So, ne? Und schöne Grüße an Cora E. Yes, und an Casper. Und an Casper. Danke dir. Danke. Ey, danke dir vielmals. Danke, dass du dabei warst. Freut mich jedes Mal sehr. In 25 Jahren sehen wir uns wieder, spätestens. Ja, später nicht. Ich glaube, wir sehen uns früher wieder, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das war Backspin 25, der Podcast zum 25. Geburtstag von der Backspin mit Curse. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke euch.